So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Rollenleben. Ja, auf dem Server, auf der Farmwelt, bei diesen Koordinaten -2833 und 242. Also, schon weit gerannt und ich habe recht viel gefunden. Habe hier auch noch Tonblöcke mitgenommen. Zwei Tempel gefunden. Je 9 sind ja in einem Tempel, Wüstentempel. Jo, zwei eiserne Pferderüstungen. Ich hätte, also eine goldene und eine eiserne. Fleisch habe ich mitgenommen. Ein paar Blumen fürs Färben. Und ja, 6 Diamanten, 2 Smaragde, 37 Goldbarren. Richtig nett. Und hier drin kann ich noch das Eis mitnehmen. Der Helm könnte ich auswechseln. So. Okay, dann gehen wir weiter. Ich habe natürlich ein Pferd diesmal mit. Ja, es ist nicht so zum Hochspringen. Also das Pferd kann nicht hochspringen. Ist auch nicht allzu schnell, aber immerhin besser. Ich habe es einfach aufgelesen mit dem Sattel, den ich gefunden habe. Und hier ist nochmal so ein Tempel. Kann das sein? What the fuck ist los? Tschüss, Leutchen. Ich habe keine. Hallo? Nicht mal Stöcke mehr. Alles geht so schnell weg bei Minecraft. Wir haben zu wenig. Die Stacks müssen mal weiter erhöht werden auf 128 oder so. Das ist ja nichts. Nichts wirklich. Gar nichts. Noch ein Sattel, das ist sehr gut. So. Ein Buch! Cool. Nicht schlecht. Und noch mehr TNT. Also wenn mal ein Haus voller TNT ist, dann war ich's. Nein, ich war's natürlich nicht. Ich würde das nie tun. Ich schwöre es. Nein, ich weiß nicht, für was ich TNT brauchen soll. Zum Aus... wenn man TNT nicht zünden könnte auf dem Leben-Ding, auf der Lebenwelt, dann würde ich einfach so eine Statue oder so machen. Es gibt ja diese Weidenmänner von früher, so eine aus TNT, sondern aus Weizen. So, hallo, grüß dich. So, jetzt bin ich von hier unten gekommen, ja. Jetzt gehen wir nach oben. Ich suche immer noch ein Mesa-Biom, darum bin ich ja so weit weg. Aber scheinbar muss ich das Mesa-Biom dann hinter mir, also ohne dass ich etwas abbaue oder ich muss etwas anderes wegwerfen. Weil ja, es ist schon ein bisschen problematisch, wenn man zu wenig Platz hat im Winter. Okay, schade, hier ist nichts. Hui, ist das hübsch. Ja, toll. Ja, dann halt nicht. So, wir müssen in diese Richtung. Wieder zurück in unsere Welt. Wir müssen ein bisschen spurten. Weil bald ist wieder Weltenreset. Reset. Resetti. So, da war ich auch schon mal. Das sieht richtig schön aus. Ah, ich will kurz euch den Tempel zeigen, der hier unten ist. Der ist nämlich so in einem Berg eingebettet. Ich hoffe, ich finde ihn. Oh,
Enderman. Noch ein Enderman. Schön viel Leben hast. Du bist wirklich ein perfektes Pferd. Richtig gut. Ich hätte noch... Ertrinke. Die Dinge, die Pferde sind ein bisschen verpackt auf dem Sack. Ah, dann ertrinke ich doch. Hallo. Lässt du dich jetzt... Oh Mann, nervt das. Ja, so kann ich das nicht. Komm jetzt. Ertrinke nicht. Komm jetzt. Hallo. Die sind extrem verpackt auf dem Server. Also, wie soll man so sagen? Man kann sie nicht irgendwie richtig bewegen. Weil es ist ein Hakt mit dem... der Latenz. So, jetzt. Sind wir jetzt in den richtigen Weg? Ich hoffe es. Ich glaube, ich habe den richtigen Weg. Sonst... ich werde einfach mal schauen. Also der Tempel ist jetzt nicht so der wichtige. Da geht's mal richtig entlang. Und dann geht's noch in diese Richtung. Okay. Wir gehen hinter diesem Berg entlang. Ich habe keinen Bock mehr jetzt über den Teich zu gehen. Über den Fluss. So, bei 400 Richtung. Diese Richtung. Und der andere muss ja einfach minus 200 sein. Also. Schöne Savanne. So macht mir Savannen Spaß, wenn es so bergig ist. Aber die flache Savanne, die habe ich nicht so gern. Oh. Ich sehe das Helles. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht darin baden. Es könnte gefährlich sein. Ups. Ja, ich möchte aber... ich möchte nicht durch den Wald, ich möchte... also hab des Waldes durch. Aber jetzt müsste ich durch den Wald. Weil die da schon wohnen. So. Kann das sein, dass wir jetzt hier sind, wo ich die Fackel hingetan habe? Ich glaube, die müsste jetzt hier irgendwo bei der Wüste sein. Kein Tempel. Nein, es ist nicht hier. Ah, das ist das beim Dorf, ja. Mal schauen, ob ich da... ich war da. 100 Pro. Aber ich möchte dazu noch mal schauen, ob... ja, ja. Jetzt wird der Tempel... die Schmiede nicht kaputt. Ja, Bücherregal sind auch wirklich was. Okay. Dann ist dort... die Fackel, oder ist das eine Hause? Mal schauen. Das ist eine Hause. Mann, ist das Pferd schnell, ich bin so überrascht. Also wenn ihr, also wenn ich entscheiden könnte, welches mein schlechtestes Pferd ist, das ich je geritten habe, dann ist es dieses. Das ist ja mal wirklich... es kann nur ein oder zwei Blöcke hochspringen, ist extrem langsam, hat wenig Leben. Gott, oh Gott. Aber immerhin kommen wir schneller nach Hause. Und das ist doch etwas, oder? Jetzt bin ich bei 200, ich muss bei 400 sein. Bei den Z-Koordinaten. Was ist hier? Nö. Kein Spawner. Ja, du musst doch nur springen. Was ist denn los? Ich habe die Ding voll gehabt und bin ich gesprungen. Die Charge-Leiste da. Sag die schon, das Pferd bekommt Schaden. Towards positiv X. Das heißt wahrscheinlich, dass die X-Achse in Richtung X-Achse schaue. Positive X, also in die Richtung positiv, sonst wäre es negativ. Also, jetzt bin ich hier.
Jetzt bin ich bei Ding, also jetzt müsste es eigentlich hinter dem Berg sein, weil am Berg war am Spawn. Aber ich denke, es geht noch ein bisschen weiter. Nein, das ist der Berg, aber der ist ein bisschen größer, also Gebirge sozusagen. Extreme Haze. Ja, und wie komme ich jetzt hier zwischen noch? Muss ich hier auch oben? Ups, das ging aber gut. Da hat jemand Sandstone hingetan. Oh, schlimm. Noch ein bisschen nach Süden. Ah, in der Dead Space kommen viel Heimwege. Da muss ich immer wieder die Koordinaten des Käse rausbringen, die ich nicht habe. So, das ist der Dingwald, da ist der Sumpf und da ist der Spawn. Ha! Ich bin so gut. Ich kann mit Koordinaten ausgehen, aber nach Hause gehen, aber ohne Koordinaten kann ich jetzt plötzlich nicht mehr. Sonst bin ich immer gut gewesen ohne Koordinaten, nur durch Merken der Biome und so. Aber ja, jetzt haben wir es wieder vergessen, weil es ist einfach zu anstrengend ohne Koordinaten. So. Ja, tut mir leid, du bist schlecht. Ah, ich muss dich kurz entsatteln. Du bist viel zu schlecht. Ich muss dich töten. So. Nein, ne, jemand anderes darf so ein schlechtes Pferd nicht rein. So. Übrigens, ich lade noch hoch und bearbeite noch. Und trotzdem habe ich sehr gute FPS plötzlich. Vielleicht ist es wegen 1.710, also dass ich ein zweites Profil habe oder so. Das war ganz unrealistisch, aber ja, irgendwie plötzlich geht Minecraft sehr gut. Ohne, also mit CPU-Auslastung und Arbeitsspeicher-Auslastung kann ich gut aufnehmen plötzlich. Oder Fraps hat endlich gemerkt, dass es gut sein soll bei mir. Gefälligst. So ist hier ein Soul Sand. Also Mega, warst du wieder zu faul oder was? Hi. Mein Essenslager. Ja, da habe ich aber fast kein Essen. Die Gehirne, das sind die besten. Das ist das beste Fleisch, das verrottete Fleisch. Mache ich die Idee rein. Was ist denn los mit der Tür? So, jetzt gehe ich in meinen Ultra-Geheimgang, der so sinnlos ist, weil er in einem Let's Play gezeigt wird. Aber guckt euch mal da an. Das ist nur ein Teil, ein kleiner Teil von den Diamanten. Die mache ich am besten auch hier. Die Golde möchte ich nicht da rein tun. Die nehme ich hoch. So, habt ihr schon mein Schwert gesehen? Drachenklinge OP. Ich brauche nur noch eine Schärfe. Aber die muss ich dann mit einem Schärfe 4 Buch draufbringen. Das geht Schärfe 3 Buch gar nicht oder tiefer. Und mein Mund ist so trocken wie die Sahara. So. Also, ich gucke, was muss ich jetzt hier rein tun? Da. Nehme ich das mit. Oder das nehme ich mit, das lege ich rein. So. Da muss ich eigentlich fast gar nichts machen. Sattel. Rissi. Die Bücher nicht. Die Fäden werden hier. So. Das Fleisch mache ich jetzt mal hier hin. Boah, dieses Fleisch. Ich sammle zu viel Fleisch. Das noch hier, nein. So. Und der Rest kommt ins Lager. So, Bücher und ah, das habe ich ja lieb getan in meine Kiste. Kann ich mir einen schönen Bogen craften mit Verzauberungen.
Ah, naja, nee, Ding, ich wusste, die zwei habe ich noch nicht gehabt. Ich bin so ein völliger Blumensammler, seitdem ich ja hier die Dinge sammle. Wo sind die anderen eigentlich hin? Ich hatte doch noch grüne, schwarze und so. Muss ich noch kurz holen. Ah, da sind die. Sechs. Also, wenn es euch interessiert, das ist unsere wertvollste Kiste. Die auch? Nein, ich sag's euch. Da. Wenn ihr 21 Diamantblöcke werden wollt, könnt ihr gerne auf den Server kommen und mich die ganze Zeit unterstützen, 20 Jahre lang und so. Dann vielleicht ja. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Und ja. Dann zeige ich euch noch kurz die. Diamantspitzhacke. Die ist auch nicht ganz effizient, aber immerhin auch gut. Und deine Diamantaxt, die ist nicht so gut. Ja, dafür spiele ich viel zu wenig. Also andere, ich sag euch nur Flo, der hat sicher, weiß nicht wie viel Diamanten und solche Verzauberungen. Das ist ein Suchti. Das ist mein Pferd. Das ist um einiges schneller. Da habe ich hab euch auch ein bisschen gezeigt bei einem der Parts. Habe ich vor zwei oder drei Parts in diesem Let's Play. Und die Brücke hat leider noch nicht. Ist noch nicht weiter. Ich frage mich, ob das ein Gestell sein soll oder also ein Gerüst oder eine Verzierung oder so. Bin gespannt. Mega sagt nicht so viel über die Brücke. Er baut sie ja. Mit mir und Flo ein bisschen so als Hilfeassistenten. So, was ist noch wichtig? Ah, ein kleines Häuschen wurde umgebaut. Das von Tobi. Das zeige ich kurz. Da drüben. Ein bisschen umgebaut. Weniger Ranken. Und das Schiff habe ich schon im Vorstellungsvideo gezeigt, Part 3 oder so. Ja, nicht schlecht, also. Sehr, wie sagt man dem? Designerfreundlich oder so. Okay. Oh, sogar noch eine Bühne. Eine Terra, wie sagt man dem? Ja, weiß auch nicht. Kleinen Estrich oder so. Also, ich habe gestern noch ein bisschen oder vorgestern die Gegend noch ein bisschen erkundet. Das ist ein gigantisches Meer hier, also da können wir Schiffe bauen mit Schiff und dann auch Tempel ein bisschen als Museum verwenden und so. Und hier bis hier ist ein gigantischer Mega-Tiger-Biomwald. Das ist ja geil, da ist ja ganz rechts dann mein Haus, mein Baumhaus dann. Jo, leider habe ich jetzt momentan nicht so gerade viel Zeit, also so, wenn der Part ein bisschen kürzer ist, und ich werde dann, wenn ich wieder zu Hause bin, nochmal so ein bisschen aufnehmen, dass der Part 30 Minuten lang ist. Jo. Also, das sind übrigens die Regenbogenpferde von Flo. Regenbogenpony, Regenbogenmaultier und Regenbogenesel. Wow, hätte ich jetzt niemals gedacht. Ja, genau. Aha. Gut. Auch ein bisschen gemacht noch. Ja, also, ich bin noch ein bisschen am fehlenden Ressourcen sammeln und dem Ton sammeln für irgendwas Großes. Wahrscheinlich eine Arena. Also, ich weiß es nicht. Die nennen nie den Standort der Arenen, nie wie weit sie sind, ob sie es überhaupt machen und so. Wenn ich nicht bald irgendwas erfahre, dann mache ich einfach eine eigene Arena, wo halt auch etwas anders gemacht wird wie ja, PvP-Kämpfe, oder? Und
mit dem Lehm, weil ich möchte einfach eine Ruine bauen und finde es ein bisschen schade, dass die meinen, die hätten schon etwas gestartet, wo sie es nicht gestartet haben. Ich habe alles habe ich wirklich abgeschaut und nirgends ist eine Arena. Also wahrscheinlich ist es nur ein Fake, eine Lüge. Aber ich bin mal gespannt. Also, weil jeden Tag werden ungefähr 20 unschuldige Leute auf dem Server getötet. Einfach so. Und das finde ich wirklich, wirklich frech. Da haben eine Arena für weniger Gewalt auf dem Server. Okay. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah, genial ist der Berg. Er müsste einfach nur da irgendwo die Quelle haben. Bisschen umplatzieren. Das ist übrigens in der Nähe der Stadt, wo wir bauen, also auf der Bauwelt. Und da könnte man es super bauen. Ich bin nur ein bisschen mit dem Boot geschwommen. Und ja, Flo will hier drauf was machen mit Mega. Und mal schauen, ob es ihm gefällt. Der kommt jetzt dann bald. So. Also, ja, auf dieser Insel. Ja, ist meine. Also mein Boot. Mein Boot. Ja, haben wir ein bisschen gesucht und jetzt ist da eine Insel. Ich weiß nicht, ob es da hinten noch weitergeht. Da war ich noch nicht. Aber da ist alles schön Insel. Also ringsherum. Viele Kühe hat sie. Ja, mal schauen, was wir da machen hier. Also ich weiß es nicht. Die zwei wissen es vielleicht. Aber die scheint recht groß zu sein. Jetzt ist hier wieder das Ende. Ja, gehen wir mal da drauf. Da eine Insel, wow. Er hat eine Insel gefunden. Indem ich die Koordinaten ihm gegeben habe, sonst hätte sie nicht gewonnen. Oh Gottchen. Also schauen wir mal oben drüber. Wir haben noch bis zum Aufnehmen, also die vorige Aufnahme, also in diesem Part noch die vorige Aufnahme der ersten Hälfte, die ist schon ein bisschen älter. Wahrscheinlich von heute Morgen ungefähr oder so. Und jetzt, heute Abend um 8 Uhr ist jetzt die nächste. Ja, es ist eine Insel. Ziemlich genau eine Insel. Ja, schön, also. Da habe ich eine super Insel gefunden für die zwei. Und mal schauen, was da passiert. Also, momentan ist sie noch geheim. Ich gebe die Koordinaten nicht, habe ich sie gegeben. Ja, ich habe sie schon gegeben können, also ist es egal. Nein, also es ist eine Insel, die ist eigentlich vom Drachen einfach schräg rüber, Südosten. Und ja, er schreibt, sie ist geil. Natürlich ist sie geil, sie ist von mir. Ich habe sie erschaffen. Nein, ich habe sie gefunden. Und ja. Jo, also, Flo und Mega baut was Schönes hier. Ich bin mal gespannt, was ich so bauen werde. Einfach so ein bisschen weiter weg von den anderen. Also, dass es nicht so mit den Baustilen stört und so. Und ja. Okay, die Insel geht hier noch weiter. Mal schauen, wie weit die noch geht. Oh, da ist noch so ein Loch. Direktiges. Oh, eine Höhle. Ja, mal gespannt, was hier oben ist. Okay, die Insel hört wahrscheinlich nicht mehr auf. Wahrscheinlich ist es eine Halbinsel. Oder sonst irgendwas. Das Boot habe ich wieder zum Zurückkehren, also es ist nicht so wild, wenn wir jetzt hier weit nach hinten gehen. Hauptsache, wir sehen irgendwas vom Ende der Insel. Also hier ist alles Wasser, ja. Dann ist hier auch alles Wasser, bis dort.
Gehen wir mal in diese Richtung. Oh. Autsch, mein Arsch. Ich sage immer Arsch, weil es so sich antönt, das wird immer auf das Arsch fallen. Oder auf das Gesäß für die Heiklen, die solche solche Wörter nicht so hören wollen. Also Arsch. Da hört es nochmal. Nein. Ist doch nicht schwer. Also, ich finde an Arsch kein Schimpfwort, nix. Man sagt halt Arsch als Schimpfwort, aber das ist das unschlimmste Schimpfwort, das es gibt. So, mal schauen, was hinter dem Berg ist. Weit erst markieren. Ja, markiere es mit Pisse. Das ist ja mega lange Insel. Was wollen die da drauf bauen? Eine chinesische Mauer. Oh, yeah. Ja, das ist eine lange Insel. Also ich habe gesagt, ich habe eine kleine, also eine normale Insel gefunden und jetzt ist sie so unendlich lang. Also jetzt habt ihr eine gute, super lange Insel. Wirklich wunderbar. Ja, die geht um ein. Ey, das ist ein Festland. Nicht schlecht, das nicht schlecht. Da könnt ihr wirklich irgendwas anderes bauen, was halt nicht so passt. Ich weiß jetzt nicht, was sie bauen wollen, aber wahrscheinlich irgendetwas Modernes oder so, was die anderen nicht so stört. Also ich bin wieder weg, sonst finde ich nicht mehr nach Hause. Jo, also Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Part von Minecraft Rollenleben. Tschüss.